So, dann wieder herzlich willkommen zur Wochenendausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Diesmal gibt es eine Analyse vom DAX, ein paar DAX-Aktien und ein Forex-Setup im Wochenchart. Doch zunächst war erstmal der Risikohinweis zu sehen und dann fangen wir auch gleich mal mit dem DAX an. Dann blicken wir im Wochenchart und wie man es eben hier erkennen kann, der EMA 200 läuft in jeder Zeitebene bei mir mit. Ich habe jetzt hier mal den SMA 200 auch im Wochenchart aktiviert und man sieht, er trifft hier genau auf diesen Punkt, wo am Freitag jetzt zwar nicht der Umkehrpunkt war, das war der Woche davor, aber hier hat es auf Schluss Kursbasis auf Wochenbasis gehalten. Gleichzeitig, ja, hier unten noch ein kleines Widerstandsband, was halt nur temporär, die ersten Kurse hat er da der DAX Xetra eben gerissen. Und ja, nachbörslich ging es nochmal 100 Punkte runter, weil Amerika auf Tagestief geschlossen hat. Da wird dann morgen nochmal analysiert, weil es kann auch jetzt noch am, also jetzt ist 21.30 Uhr, ist noch keine, oder jedenfalls ich habe hier keine Future-Kurse natürlich, Future-Kurse gibt es nicht, aber auch ich habe auch keine Indikation hier, was der Dow Jones machen wird. Aber ja, wie gesagt, hat auch Tagestief geschlossen, da dürften normalerweise Verkäufe anschließen. Eine wichtige Marke dürfte jetzt hier natürlich die 9000er sein, auch psychologisch. Und ein Wochenschlusskurs unter 8.800 Punkten wäre für mich ein Verkaufssignal Richtung 8.000 Punkte. Das wäre hier zeitlich, wenn er hier auf diesen Dings trifft, wäre das jetzt erst im nächsten Jahr. Wenn er das natürlich schneller macht, dann darf es auch ein Stück runter gehen. Ja, vielleicht rund im Tief bei 7.850 oder auch 7.800 Punkte, aber so weit sind wir noch nicht. Ich male hier absolut nicht schwarz. Ich finde es auch hier recht spannend, dass der DAX einfach hier nach oben will. Also wie gesagt, im Moment will ich jetzt vor den ersten Indikationen absolut keine Prognose geben, weil das hat jetzt hier mit Charttechnik wenig am Hut, wenn jetzt morgen wieder 200 Punkte nach oben geht. Also die Indikation nur 200 Punkte nach oben oder 400 Punkte, keine Ahnung. Also, das passt soweit. Wie gesagt, letzte Woche alles top getroffen. Gold, Silber, ja, bei Silber auch ein Setup da gewesen. Long mit einem Kauflimit und wie man sieht, ist hier sogar das Kursziel weit drüber hinausgeschossen, der Silberpreis. Jetzt kann hier das Ganze was fertig sein, darf jetzt hier zwischen dem Hoch und dem Tiefpunkt, ja, ist zwar relativ groß, ja, sind über einem US-Dollar, hier darf es erstmal seitwärts gehen, ob es jetzt hier direkt hoch geht, das ist jetzt einfach nur vermutet im Moment, weil halt der Dow Jones auf Tagestief geschlossen hat, wie gesagt, das muss man am Montag mit den ersten Indikationen sehen, wohin dann Silber tendiert. Aber hier kann es nochmal hochgehen Richtung 18, nochmal eine Umkehrkerze, dann auf Tagesbasis oder auch auf 4-Stunden-Basis und dann nochmal hier runter an die 17 US-Dollar-Marke. Das wäre hier ein Szenario, um dann nochmal neue Höchstkurse auszubilden. Das war jetzt hier analysiert, Stopp und Kauflimit wurde hier nicht platziert, wurde nur angegeben, dass es jetzt hier die Chance hat, bis 1,24 zu steigen, war dann hier bei 1,22 Schluss und natürlich jetzt hier auch diese wichtige Marke, die sonst gehalten hat, ist durchbrochen worden beim Euro, Yen und dann gibt es hier in meinen Augen natürlich noch eine Zone, die jetzt definitiv halten soll auch und hier da die Kerze jetzt natürlich auch riesengroß ist. Es wird kaum Ausbruch nach oben und kaum Ausbruch nach unten am Montag geben. Also kann das hier zwischen 15, eventuell auch hier knapp unter der 16, ja, 6, 1,
oder 116 nach oben gehen und dann eventuell einen Short kann man dann eingehen. Da werde ich mal drauf achten. Aber apropos Yen, da gibt es natürlich noch vom Nikkei und vom Hang Seng Index etwas. Und hier hat der Nikkei Index, ich konnte eine Zeit lang den Nikkei nicht aufmachen, aber das ist auch dokumentiert auf Gotmo Trader. Da das Ziel, beziehungsweise genau das Tief hier im realen Handel auf dem Parkett erreicht worden. Ich habe es auch mit 15 angegeben, nur, aber da das jetzt so genau wieder getroffen hat, Gap Close. Gleiche, ja, der gleiche Schlusskurs, gleiche Tiefskurs. Darf man mal gespannt auf den morgigen Tag dann eben blicken, ob es hier eine Rebound-Bewegung einsetzt. So, das waren jetzt die wichtigen großen. Achso, noch eine, der Hang Seng habe ich natürlich hier auch noch hier verkauft. Auch zwei, dreimal in den Videos angegeben. Das große Kaufsignal war hier oben, ist nicht über die Buy-Trigger-Marke gegangen. Schlusskursbasis hält immer noch. Kauflimit liegt jetzt 100 Punkte Minus. Also wer hier jetzt hier auch wirklich keine Teilgewinne mitgenommen hat, liegt gleich dem Minus. Aber wie gesagt, in den Videos öfters kann ich da nicht, das auch nicht betonen. Und hier beim WTI hat es die letzte Woche dreimal geklappt. Sollte jeder auch bekannt sein. Und was Neues wäre jetzt hier möglich unter diesem Low- und Tagesschlusskurs, dann dürfte hier das Kursziel von 43 Euro aktiviert werden. Im Brent sieht es ähnlich aus. Stehen wir höher. Hier gibt es noch eben noch eine zweite Linie, die hält auf Tagesschlussbasis. Hier zwar leicht unterboten, passt auch. Neues Tief wäre hier. Verkaufssignal an die 44. So, jetzt kommen wir zum DAX. Das war ja noch hier nochmal zum DAX bzw. DAX-Aktien. Kursziel erreicht. Dann war ich vor dem Brexit ja neutral und habe jedem geraten, eigentlich nicht unbedingt da die Position bzw. Teilverkäufe zu nehmen bei Gewinn und den Rest aus dem Forex-Bereich sich rauszuhalten. Tesla war noch was, hat sogar den Abverkauf hier absolut standgehalten. Was auch bemerkenswert war, hier die CANCOM, habe ich auch vor dem Brexit bekannt gegeben. Klar, Stoppkurs erreicht. Aber was das für eine Monsterkerze ist, ist im Prinzip ja, sagenhaft, was die hingelegt hat. Absolut starker Titel dann. Muss man sehen, hier die Rückläufe sind dann auch Kaufkurse. Zu den DAX-Aktien habe ich hier ein paar rausgesucht. Das war die Continental, die Deutsche Post, Beiersdorf und die ProSieben. Fangen wir mit ProSieben an. Erreicht hier oder erreichte am Freitag die 200-Tage-Linie. Sollte dann von nach oben abprallen. Die Beiersdorf hat hier einen wichtigen Wochen Unterstützung erreicht. Sieht auch sehr gut aus, absolut im Aufwärtstrend. Die Continental erreicht jetzt hier auch einen wichtigen Unterstützungsbereich. Der EMA 200 ist hier noch weiter weg, kann auch hier noch runterfallen. Engmaschig werde ich die beobachten und gegebenenfalls dann eingreifen. Die Deutsche Post auch Wochen wieder. Hier kann es eben noch kleine oder kleinere Abgaben geben. Und ab dem Zeitpunkt, wo es jetzt hier nochmal die 23-Euro-Marke touchiert, kann man, denke ich mal, es engmaschig verfolgen. Das war's. Danke fürs Zuhören. Bis Montag.